You're a follower of the light? The light? Oh, you mean, well, depends on what you mean by follow. Maybe you heard earlier. I follow Aethys too. Mostly, in a way. I mean, I am a child of the Dawnstars, even if firstly I'm a Gaunite. That's good, I guess. For you. Oh, maybe you don't want to talk about it. That's all right. Surely, some other time, then. Was it the way I said it? Or maybe I'm in need of a washing? It's... Also ja, ich lese mal vor. Du bist ein Anhänger des Lichts, also fängt Xoti an, Aether. Des Lichts? Oh, du meinst, naja, das hängt davon ab, was du unter Anhänger verstehst. Vielleicht hast du es schon gehört, auch ich? Pause, da kann ich besser lesen. Vielleicht hast du es schon gehört, auch ich bin ein Anhänger von Aethys. Wenigstens weitgehend in gewisser Weise. Ich meine, ich bin ein Kind des Dämmersterne, auch wenn ich in erster Linie ein Gaunit bin. Das ist gut, vermute ich mal, für dich. Also das ist wieder Aether. Oh, vielleicht willst du nicht darüber reden? Das ist schon in Ordnung. Gewiss vielleicht ein anderes Mal. Liegt es an der Art und Weise, wie ich es gesagt habe, oder vielleicht sollte ich mich vorher erst einmal waschen? Ja, ich frage mich aber gerade wirklich, wo ich sie finde. May Amira's winds blow sweet. Mögen Amira's Winde in deine Richtung blasen, wegen Mokea. Wackelt euch den Kopf und deutet dir fortzufahren. Oh, vergiss es. Okay, wo ist sie nur? Hey, I wanted to ask you something. It's about Xoti. Hey, ich wollte dich um etwas fragen. Es geht um Xoti. Ach so, Xoti ist falsch ausgesprochen. Das wird Xoti. Ausgesprochen. Was willst du fragen? She means well. I can see that. And she's spirited, and if I was still young and didn't know the things I know, it'd be different. Sie meint es gut, das kann ich sehen, und sie ist temperamentvoll. Es wäre anders, wenn ich noch immer jung wäre und die Dinge nicht wüsste, die ich nun einmal weiß. Ja, Aether ist schon ein Tick älter. But anybody got that much faith in any god, let alone Aethys? I don't know how to talk to someone like that. Not these days. Aber jeder, der solch mächtigen Glauben an einen Gott besitzt, geschweige denn an Aethys, ich weiß einfach nicht, wie ich mit solchen Leuten reden soll. Wenigstens heutzutage nicht. I get why she's like that. And I was there once, long time back. Ich verstehe, warum sie so ist. Ich war dabei damals. Das liegt schon lange zurück. Ja, der Krieg des Heiligen, als Aethys auf der Brücke vom Götterhammer in die Luft gejagt wurde. Oder Weitwin halt. Ist ja immer noch die Sache, ist das überhaupt Aethys? Seine Augenlider flackern in der Verlegenheit des Wiederauflebens. But it's 'cause of that I can't see a way to respect it. Aber genau deswegen sehe ich auch keine Möglichkeit, es zu respektieren. No good at hiding it from her either. I don't see this getting better. Ich bin auch nicht gerade gut darin, es vor ihr zu verbergen. Ich sehe keine Möglichkeit, wie sich die Situation verbessern kann. In ihr steckt weit mehr, als du denkst. Wenn sie mit der Wahrheit nicht umgehen kann, ist das ihr Problem, nicht deins. Du solltest ihr weiterhin aus dem Weg gehen. Je weniger du mit ihr redest, umso besser. Du musst also was zu tun, als ob du sie respektieren würdest. In ihr steckt weit mehr, als du denkst. Es sieht nicht so aus, als ob sie etwas anderes wäre, als sie vorgibt zu sein. Sie ist ein Dämmerungsstern, aber sie betet nicht Aethys an, sondern Gaun. Du hast recht, am besten gehe ich ihr aus dem Weg. In dem Fall musst du einfach so tun, als ob du sie gern mögen wirst. Nein, sie ist ein Dämmerungsstern. Same thing, really. That's just her trying to find a way to worship Aethys that makes sense to her. Das ist doch genau genommen dasselbe. Sie versucht dadurch nur einen Weg zu finden, Aethys anzubeten, der für sie Sinn ergibt. I guess that sounds familiar, now that you mention it. Jetzt, wo du es sagst, das klingt mir vertraut. Naja, du hast so gesehen gegen Aethys gekämpft. Also du warst auf der Seite des Dürrwalds, als Aethys hier reinmarschiert ist. Was sagt das Tagebuch? Die Laterne des Gaun, die leuchtende Fahrt.
Befreie Ramdam Regea. Nee, Brücken abbrechen, finde Mokea. Ja, sie ist aber nicht hier im Dorf. Ansammlung von Korallen übersehen die Wasserlandschaft mit bunten Flecken. Das finde ich schön. Ah, ich habe sie auch gefunden. Sie geht hier die ganze Zeit hin und her und ich sehe sie nicht. Die Amanuin tritt zur Seite, stellt sich vor dich hin und starrt dich intensiv an. I do not know you. Ich kenne dich nicht. Sie spricht leise, aber in knappen, barschen Ton. You were looking for Kawa? Du suchst noch Ikawa? Ringo sagt, dass du ihn bei einem Kartenspiel bestohlen hast. Ich habe gehört, du schikanierst gerne Leute, die kleiner sind als du. Ich gehe. Eben war das zweite, das passt nämlich gut. Große Mauer gegen kleinen Zwerg. Nur, dass der Zwerg eben Bär auf dem Kasten hat. Mokea blinzelt langsam, ihr Gesichtsausdruck unverändert steinern. Nach einigen Sekunden wandelt sich ein finsterer Blick zu einem beeindruckend bösen Gesichtsausdruck. The Valian. He offers you coin and you come to fight his battles for him. Der Valianer. Er bietet dir Münzen, du kommst, um seine Kämpfe für ihn auszutragen. Er spuckt auf den Boden, sie spuckt auf den Boden zwischen euch. Ich werde diesem schmächtigen kleinen Betrüger sagen, dass er das Gold an seine Erben schicken soll. Warum erzählst du mir nicht, was wirklich passiert ist? Du gibst es also zu, dass du ihn geschlagen hast. Eine letzte Warnung, ich lasse mich nicht so leicht wie Rinko unterkriegen. Ich bin hier auf Geheiß von Gouverneur Clario, ich komme wieder. Du gibst also zu, dass du ihn geschlagen hast? Yes, and so? I say he earned worse, yet I was merciful. Ja, na und? Ich sage, er hat noch Schlimmeres verdient und ich war gnädig. Ikawa told me I should see the tavern. Speak with their people. Learn patience. The traitor Eophania, she taught me to play Valian cards. A simple game, but none would play with me in the tavern. Not until Ringo. Ikawa hat mir gesagt, ich soll die Taverne aufsuchen, mit den Leuten sprechen, Geduld lernen. Die Händlerin Eophania, sie hat mir beigebracht, mit valianischen Karten zu spielen. Ein einfaches Spiel, aber niemand in der Taverne wollte mit mir spielen. Niemand als Rinko. I thought him kind, until I proved the victor, and he grew angry. Until he stood in front of his kin and called me a Mataru of Sadahuzi, a filthy islander and a cheat. Mataru, die höchste soziale Klasse der Huana. Ah. Ich dachte, er wäre freundlich, bis ich gesiegt habe. Dann wurde er zornig, bis er schließlich vor seinen Leuten stand und mich, einen Mataru von Satahusi, einen schmutzigen Insulan und einen Betrüger genannt hat. For that? Yes, I beat him. Why does this concern you? Dafür habe ich ihn geschlagen. Warum kümmert dich das? Ja, du hättest das den Wachen melden sollen. Nun bist du als Dieb gebrandmarkt. Ohne dieses Geld wird Rinko sein Zuhause verlieren. Behalte den Münzbeutel. Rinko hat bekommen, was er verdient. Mir egal, wer angefangen hat, gib mir einfach den Münzbeutel. Lass mich mit Rinko sprechen. Ich kümmere mich darum. Ja. Du hättest das der Wache melden sollen. I am no thief. Do you mean to insult me? Ich bin kein Dieb. Willst du mich beleidigen? I am Mataru. I am the guard in Sadahuzi. I defend this village. If I see fit to punish a man, it is my duty. Ich bin Mataru. Ich gehöre zur Wache der Satahusi. Ich verteidige dieses Dorf. Wenn ich es als passend erachte, einen Mann zu bestrafen, dann habe ich jedes Recht und sogar die Pflicht dazu. Ja, aber ohne dieses Geld wird Rinko sein Haus verlieren. Don't be foolish. Clario will see to him. Sei nicht dumm. Clario wird sich um ihn kümmern. So funktioniert das nicht. Die Valianer müssen ihr Essen kaufen und Steuern zahlen. Rinko hat ein Kind zu versorgen. Es ist nicht so, als ob du sein Geld brauchen würdest. Er wird lange brauchen, um sich davon zu erholen. Ist das nicht Bestrafung genug, wenn du das sagst? Ja, so funktioniert das nicht. His kinsmen would let him starve? Seine Leute würden ihn verhungern lassen. Mokea zieht die Augenbrauen zusammen und ihr Blick wandert über dein Gesicht. Why did this not prevent him playing at cards in the first place? Are all Valians so mad for coin? Warum hat er dann überhaupt um Geld Karten gespielt? Sind alle Valianer so verrückt nach Münzen? So then, what am I to do?
I did not wish him dead. Also da, was soll ich tun? Ich wollte nicht, dass er stirbt. Geben wir den Münzbeutel und wir sind quitt. Ich denke, dass man sich für so etwas normalerweise entschuldigt. Ich fordere dich in Rinkos Namen heraus. Gib mir einfach den Münzbeutel. Huh. Then here is what you came for, though it is an uneven trade. Nun, hier ist das, wegen dem du gekommen bist, auch wenn es ein ungleicher Handel ist. Sie betrachtet den Münzbeutel in ihrer Hand einen Moment lang und reicht ihn dir dann. Dabei verzieht sie verärgert die Mundwinkel. I will ask our chieftain to send a healer for that idiot Valian. Perhaps that will quiet his whimpering. Ich werde unserem Häuptling bitten, diesem Idioten von Valiana einen Heiler zu schicken. Vielleicht hört er dann endlich auf zu jammern. So, Brücken abbrechen. Ich habe die übellaunige Huana-Kriegerin Mokea gefunden. Jetzt muss ich sie nur noch davon überzeugen, mir ihre Beute zu überlassen. Ich habe Rinkos Münzbeutel und kann ihn am Hafen. Kann ihn ihm am Hafen zurückbringen. Mhm. Und das hier auch. Ich habe Ilari davon überzeugt, sich um die Koresi-Straße zu kümmern und weitere Plünderungen zu verhindern. Kommandantin Savia wird sicher davon erfahren wollen. Ja. Jetzt muss ich nur noch Ramdam Rigge befreien. Und dann muss ich noch meinen Kumpel aus dem Ding rausholen. Bevor wir uns dann zur valianischen Ausgrabungsstätte weitermachen. May Amira's winds blow sweet. Mögen Amira's Wind in deine Richtung blasen. Jawohl. Ja, wir können uns auch diplomatisch unterhalten, auch wenn Hagrim ein Sturkopf ist. Wenn ihm einer krumm kommt, dann haut er ihm halt auf die Schnauze. So wie wir jetzt zum Beispiel uns gleich mal um Rinko kümmern werden. Wir können ja netterweise gleich in die richtigen Häuser reisen. So. Mama brings me stuff from her work sometimes. Real old stuff. Also gut, Rinko. Most days I'd fire up the kettle for you or something. Sorry. Normalerweise würde ich einen Kessel für dich aufsetzen. Tut mir leid. Ich habe mit Mokea gesprochen. Sie behauptet, dass sie fair gewonnen hat und so sie beleidigt hast. A surprise! The brute speaks! And you have survived the conversation in one piece. Das beweist es schon, dass sie recht hat. Eine Überraschung, die Schlägerin spricht, und du hast die Unterhaltung mit ihr in einem Stück überstanden? Merle, perhaps my tongue was loosened by drink. What of it? Is any man who insults the savage's pride due a beating? The law is on my side. Merle, vielleicht war meine Zunge zum Trinken gelockert. Was macht das schon? Darf man jeden Mann, der seinen Stolz, der will, verletzt, einfach verprügeln? Das Gesetz ist auf meiner Seite. Ja, Mokea hat sich entschuldigt und dein Geld zurückgegeben. Gesteht Damo deine Tat oder schlürfe den Rest deines jemaligen Lebens nichts als Suppe. Nicht, wenn ihr das Geld rechtmäßig gehört. Es könnte vielleicht helfen, wenn du sie nicht als Wilde bezeichnest. Ich komme wieder. Ja, wenn du sie... Nicht, wenn ihr das Geld rechtmäßig gehört. You have no proof. Have a heart. I cannot work as I am. If I cannot pay my dues, I will lose my home. They will put my boy on the street. Du hast doch keinen Beweis. Hab doch ein Herz. Wie ich bin, kann ich nicht arbeiten. Wenn ich meine Schulden nicht begleichen kann, verliere ich mein Zuhause. Sie werden meinen Jungen auf die Straße setzen. He does not deserve that. Er verdient das nicht. Gut, aber du musst Damo noch deine Tat gestehen. Rinko starrt ihm mit aufgerissenen Augen an. Er greift seine Bettlaken fest. It is not enough that she has ruined me. Now you threaten me in my home. Please, for the sake of my son. I will tell the guards the truth. I swear it. Reicht es nicht, dass sie mich ruiniert hat? Nun bedrohst du mich auch noch in meinem eigenen Haus? Bitte um meines Sohnes willen. Ich werde den Wachen die Wahrheit erzählen. I must hope that Clario's dogs will be more merciful. Das wollte ich eigentlich nicht. Gut, ich prügel die Wahrheit aus ihm raus und gebe ihm den Münzbeutel. Weil ich wollte die Quest nicht so beenden.
Most days I'd fire up the kettle. A surprise, Merla. Perhaps my tongue was only to Mokeha, that shark-faced harpy. May Andra's beasts feast upon her eyes.